Mahlzeit, ihr Hübschen, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Worum soll es heute gehen? Heute stelle ich euch ein Produkt vor, und zwar von der Firma Hygger. Hygger hört sich schwedisch an, kommt aber aus China, ist 2018 gegründet worden und sitzt im Technologiezentrum von Shenzhen. Und warum Hygger? Mich hat die liebe Nicole von der Firma Hygger kontaktiert und mich gefragt, ob ich Interesse habe an einer Kooperation und ihre Produkte gerne einmal vorstellen möchte. Hat ein bisschen hin und her geschrieben auf Insta und fragte, ob ich gerne Heizung testen würde. Im Sommer macht das gerade nicht so viel Sinn. Hier ist immer schön mollig warm in der Bude. Ich tue zwei Becken beheizen und die anderen Becken haben gar keine Heizung. Also würde der Test quasi gar nicht so viel bringen. Denn die anderen Heizungen sind im Filter mit verbaut und wäre doof, die da auszutauschen. Wäre also ein Produkt, was ich nicht unbedingt präsentieren würde. Aber bei mir ist die Shihiros WRGB2 hinüber, nach 2,5 Jahren, also genau ein halbes Jahr nach Auslaufen der Gewährleistung. Doof, aber es ist so. Und zwar sind dort die komplett roten LEDs hinüber. Ich war sogar dabei, als es passierte. Ich saß am Arbeiten, da wo jetzt die Kamera steht, und auf einmal erinnerte sich das Licht im Raum und es war nur noch grünes Licht da. Das heißt, die gelben und die blauen LEDs sind noch am Laufen und machen jetzt ein sehr grünes Licht. Ich schwenke da mal kurz drauf. Ihr seht, das Licht ist ja sehr grünstichig. Na, es sind keine schönen knalligen Farben mehr, so wie ich das vorher gewohnt war und mochte. Ja, ihr seht hier die Kopies sehr farblos. Also für das, was ihr und was ich sonst kenne. Ja, und da habe ich die liebe Nicole gefragt, was denn noch für Produkte möglich wären, die ich testen könnte. Und sie hat mir den kompletten Shop zur Verfügung gestellt. Dafür schon mal ganz lieben Dank. Den Shop verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, da könnt ihr drauf zurückgreifen. Ich profitiere davon nicht, außer dass ich die Lampe im Nachgang behalten darf. Was habe ich für eine Lampe? Ich habe hier dieses große Exemplar. Das ist eine Hygger LED-Light HG957, der hat 72 Watt, RGB-Beleuchtung, macht 3346 Lumen und ist für 120 cm bis 137 cm Aquarium geeignet. Ich werde mit euch gleich einmal ein Unboxing machen, das heißt, wir schauen uns dann an, was bei der Lampe alles dabei ist. Dann werde ich noch ein bis zwei Videos machen über die Einstellmöglichkeiten der Lampe, denn es gibt sehr viel einzustellen. Es gibt einen Anfängermodus und einen Profimodus. Aber nun erstmal das Intro. Und weiter geht's. Man wird älter. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier Schönes im Karton haben. Die Lampe kam ohne Umverpackung bei mir an. Das heißt, nachhaltig einfach mal so verschickt. Was, wenn sie heile ist? Gar nicht so schlecht ist. Okay. Dum, dum, dum.
So. Der Karton ist leer. Also, wir haben eine Anleitung für die HG 957. Und zwar auf jeden Fall auf Englisch. Ohne Sprachverzeichnis. Auf jeden Fall noch andere Sprachen. Italienisch, Spanisch. Ah, und hier haben wir auch Deutsch ab Seite 12. Also direkt nach dem Englischen kommt die deutsche Anleitung. Gleich mal liegen lassen. So, was haben wir noch? Ladungssicherung. Die beiden Füße, die man verlängern kann, aber auch austauschen. Und dann die Lampe selbst. Wir sehen hier, ich hoffe, ihr seht es gut, verdammt viele LEDs. Eine ganze Menge. Das Ding braucht 20 Watt, hat die CE-Prüfzeichen, FC-Prüfzeichen und hier ROHS. Das ist schon mal gut. Und wir haben hier, links und dran knallen, das Einstellungsboard. Hier kann man die kompletten Funktionen der Lampe einstellen. Anders wie bei der Shiros, wo man über die App die Sachen einstellen kann, haben wir es hier einmal direkt an der Lampe. Hier wird wahrscheinlich das Netzteil drin sein. Genau so schaut's aus. So. Also ein passendes Netzteil. Mit 72 Watt. Wenn ich das richtig lese hier schräg. Genau, was dann 20 Volt und 3,6 Ampere ausgibt. Ja, gar nicht mal so viel dabei. Zum Zusammenbauen. Wir haben hier keinen Mickey Mouse Stecker wie bei Laptop-Netzteilen, sondern wie beim klassischen Kassettenspieler. Ja, wer mein Alter ist, wird sie noch kennen. Für das Netzteil geht in beide Richtungen. Kann man nichts verkehrt machen. Außer man vertüttelt sich hier mit seinem Mikrofon. Und einmal das Gegenstück zur Lampe. So, das heißt, Kabellänge haben wir grob geschätzt. Ich messe es gleich nochmal genau aus und mache es euch in die Kommentare. Na, die Lampe ist 1,20 lang. Das heißt, wir haben hier 1,20, 2,40, naja, sagen wir 2,50 Kabellänge. Sollte reichen. Also bei mir reicht es auf jeden Fall. Ja, und ich würde sagen, ich baue die einmal so auf, wie sie geliefert wird. Und sage euch ein paar Takte zu. Jo, die Lampe ist ja noch nicht ganz montiert. Aber zumindest die Füße oder Ständer sind drin. Man kann die hier in die oberen und die unteren Löcher theoretisch reinstecken. In die untere passen sie rein. In die oberen glaube ich nicht. Da sind zumindest die Schrauben drin für die Kappe, wenn man die Lampe mal irgendwann selbst auseinanderbauen möchte. Wozu ich erstmal keinem rate. Und man kann die hier in der Länge verstellen. Von 1,20 bis 1,37. So.
Also genau die falschen Löcher getroffen. Zack. Einmal komplett drin und dann kann man variieren. Bei mir würde es mit der Lampe, so wie sie jetzt ist, wahrscheinlich schwer werden. Warum? Ich habe fleißig Emersen Bewuchs und ja, das wird so wahrscheinlich nicht optimal gehen, aber ich werde gleich einmal die Füße der Shihiros, die ich mir, naja, die ist nicht von Shihiros, aber die ich mir einmal dazu gekauft habe, um die Lampe ein bisschen höher zu hängen. Das werde ich gleich immer ausprobieren. Ja. Und euch das zeigen. Die Abstände sind etwas länger. Die Lampe ist etwas breiter. Hoppala. So. Ja, hier sieht man es nicht so schön. Jetzt bleibe ich hier mit der Kabellage hängen. Genau. Wir haben hier einmal die Shihiros. Und die Hygge-Lampe im Vergleich nebeneinander. Das heißt, die ist, naja, keine Ahnung, 15 cm breit und die hier vielleicht 10. Ich werde mal schauen, was ich machen kann. Ja, und tüftel mal ein bisschen rum. Ja, was mir direkt noch einmal aufgefallen ist beim Versand, scheint einer der Stadtfüße, das ist der gerade ist, schön mit 90 Grad Winkeln. Und das ist der andere Stadtfuß, der ein bisschen was abgekriegt hat. Der sollte eigentlich dann hier drauf stehen, was er natürlich bei dem hier richtig schön macht und kann. Beim anderen Standfuß aber abrutscht einfach. Das heißt, der ist verbogen. Ich werde ihn jetzt mal gerade biegen, aber beim Versand scheint dieser scheinbar einen mitbekommen zu haben. Mal schauen. So, mit ein bisschen Gewalt sind auch die Standfüße wieder beide gerade und wären so einsatzbereit. Ja, wie es für sie auch gedacht wäre. Ich habe dann die Shihiros abgebaut. Mache jetzt ein schönes Blue Light, ein Ambient, das war's. Und habe die Füße ja, wieder dran bekommen, ist kein Problem. Die werden da ein bisschen drum geknickt, die sind variabel, die sind nicht starr und steif. Und habe die Lampe einfach nur eingeschaltet, ohne jegliche Einstellung vorzunehmen. Auf den ersten Blick macht das Ganze schon mal einen schönen Eindruck. Etwas dunkler. Na, jetzt spiegelt es natürlich hart gerade, weil die Lampe von unten auch nochmal gegen spiegelt. Aber die Lampe ist drauf. Die Lampe hält und macht ein Licht. Mit den Einstellungen werde ich noch ein separates Video machen. Ihr seht hier schon mal einmal das Display von der Lampe. Mit ja, vielerlei Einstellungsmöglichkeiten und Optionen. Aber darüber kommt ein gesondertes Video. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich danke der Firma Hygge für die Lampe auf jeden Fall und werde sie nun ausführlich testen. Ich weiß nicht, ob man von unten was sieht. Ah doch, sieht man, schön. Wir haben hier weiße LEDs, rote, blaue und grüne. Viele weiße, wenig farbige LEDs. Aber nun gut. Wir werden sehen, was man aus den Einstellungen alles noch rausholen kann. In dem Sinne, schon mal schönen Dank fürs Gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Verewigt euch in den Kommentaren. Ja, und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag.
Freut euch über das nächste Video, was da kommen wird, wo ich dann einmal die Einstellung der Lampe durchgehe. Ja, und verbleibe erstmal mit sanften Grüßen. Euer Nikrosias.